Na gut, wir schauen mal, was wir an neuen Kriegsaktivposten haben, denn da sind ja jetzt einige mit dazugekommen. Dextrorationen, genau, die hat man gefunden. Als sie von den Reapern angegriffen wurde, hatte die Agrarwirtschaft auf Triginta Petra gerade einen Überschuss sowohl pflanzlicher als auch tierischer Nahrungsmittel für intelligente Lebewesen auf Basis von Dextroaminosäuren erwirtschaftet. Das sowohl die Truppen der Turianer, die eine fleischreiche Ernährung bevorzugen, als auch die üblicherweise veganen Quarianer eine eindeutige Vorliebe für diese sichergestellten Rationen zeigen, deutet darauf hin, dass die Petraner einen ziemlich guten Geschmack hatten, auch wenn sie von feindlichen Kräften ausgelöscht wurden. Erhält eine Einheit vor einem Kampfeinsatz eine Mahlzeit aus petranischen Lebensmitteln, kann dies einem andernfalls demoralisierten Trupp wieder ein wenig Moral und Würde zurückgeben. Schön. Hätte auch bei den Quarianern auftauchen können, das Ganze. Die Geth. Beim Geth-Corps gibt es eine Aktualisierung. Commander Shepards Interview mit Diana Ellis über die Geth betonte deren Wert als starke militärische Verbündete. Der Rat schickte daraufhin zögernd seltene Materialien zur Aufrüstung von Bodeneinheiten an die Geth. Hatten wir das nicht schon? Das kommt mir so bekannt vor. Na, wir schauen mal. Beim Tigel, verbesserter Raumschiff-Treibstoff. Mit Helium-3 werden die meisten kommerziellen Raumschiffe betrieben. Chemietechniker auf Sion haben dem Gas... Ja, das hatten wir schon. Warum wird denn das nochmal angezeigt? Ist ja seltsam. Die Jupiter-Abhandlung. Diese wissenschaftlichen Daten ziehen Rückschlüsse auf das außergewöhnlich starke Magnetfeld des Gasgiganten Isale, das in komplexen Wechselwirkungen mit denen seiner Monde steht. Die zur Darstellung dieser Komplexität genutzten Formeln können neue Erkenntnisse über die Mathematik des Proteanergeräts liefern. Ein kurzer Blick auf die Daten weist auf irgendeine Art von Energieimpuls hin, der die Magnetosphäre eines Planeten ungehindert durchdringen könnte. Weitere Erkenntnisse sollten jedoch am besten von Hochenergiephysikern gewonnen werden. Und Strahlungsschildummantelung, die haben wir ja auch erhalten. Das Proteanergerät wird im All gebaut, wo sein Innenleben der kosmischen Strahlung nahe Sterne schutzlos ausgesetzt ist. Obwohl das Bauvorhaben die üblichen Risiken in Betracht zieht, könnte ein plötzlicher Umschwung des Weltraumwetters die Standardschilde durchdringen und sowohl das Gerät als auch die Crew verstrahlen. Die von den Orbitalstationen in der Nähe des Gasgiganten Sineus verwendeten höherwertigen Strahlungsschilde wären eine günstige Möglichkeit, das Gerät vor allen außer den ungewöhnlichsten Energieemissionen zu schützen. Okay, bei den Asari. Das sind bestimmt die Sachen, die wir schon mal hatten. Reaper Code Fragment, genau, das hatten wir. Bibliothek von Asha hatten wir. Und bei den Elite-Soldatinnen hatten wir auf jeden Fall auch schon. Das ist total merkwürdig, warum mir das alles nochmal angezeigt wird. Das hatten wir uns doch beim letzten Mal angeschaut, würde ich denken. Scharfschützeneinheit, Series-Wache, genau, das sind die ganzen Sachen, die wir schon mal hatten. Hm, wer weiß. Bei den Aliens, genau, die Elkor-Flottille hatten wir auch. Citadel-Verteidigungsstreitmacht war bloß unten irgendwas an Aktualisierung, ne? Die Ringe von Aluna und so ein Kram, genau. Leviathan-Unterwerfungsteam mit einer Stärke von 400. Ein Team von Kommandosoldaten verschiedener Spezies hat sich freiwillig gemeldet, um Leviathan-Artefakte unbemerkt hinter die feindlichen Linien zu bringen. Diese Angriffe dienen dazu, Reaper-Kreaturen zu Helfern der Leviathane zu machen. Im Kleinen könnte dies Chaos und Störungen verursachen. In einem größeren Maßstab und mit genügend Zeit könnte sich so eine Armee aus Reaper-Kreaturen aufstellen lassen, die sich der Auslöschung ihrer eigenen Art verschreibt. Die größten Einschränkungen des Teams sind dabei die geringe Anzahl an Artefakten und das Zögern der Allianzkommandanten, eine derart mächtige Waffe offen einzusetzen, da sie fürchten, die Reaper könnten Gegenmaßnahmen entwickeln. 400 Punkte, das ist schon echt fett. Omegas E-Zero-Vorrat, genau, das hatten wir auf jeden Fall schon, die Angriffsflotte genauso. Und General Oleg Petrovsky hatten wir auch. Und bei der Allianz haben wir jetzt Sachen, die wir halt jetzt irgendwann wahrscheinlich gesammelt haben. Hades Nexus und so ein Kram, genau. Hesperia-Zeitalter, ja, das hatten wir auf jeden Fall. Hier auch bloß irgendwelche Aktualisierungen. Hier wohl genauso, nehme ich an. Und dann müsste, gut, die fünfte Flotte haben wir auch noch. Dann müsste ja noch Dr. N. Bryson hier mit auftauchen. Hier unten, die Kunstdiamanten-Kühlkörper hatten wir. Dr. N. Bryson. Dr. N. Bryson hat ihre Tortur mit dem Leviathan-Artefakt überlebt und sich einen Großteil ihrer geistigen Fähigkeiten bewahrt. Ihre paläotechnologischen Forschungen könnten zum Verständnis des Proteanergeräts und der Gesetze der Hochenergiephysik beitragen, die von den Reapern offenbar ignoriert werden. Coole Sache, wir haben ordentlich was dazu bekommen und gerade die Alien-Fraktion, die ist durch die 400 Extra-Punkte jetzt sogar stärker als die Allianz. Wahnsinn!
Also da haben wir jetzt richtig ordentlich was dazugekriegt. Wir sind schon bei 3800 effektive militärische Stärke. Das ist fett. Wir sehen ja auch, selbst mit der Bereitschaftswertung 50% sind wir schon voll hier. Gut, wir haben also richtig gut was an neuen Kräften dazu gewonnen. Mal schauen, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch das Citadel-Ding mache. Ich weiß halt nicht, wie lange das geht, das ist das Problem. Ich will jetzt eigentlich nicht nochmal so eine Länge für ein DLC jetzt hier machen. Wenn es aber ein bisschen kürzer ist, könnten wir uns das durchaus noch anschauen. Im Terminal gibt es nichts. Mal sehen, was wir sonst noch so haben. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel, das ist das Problem. Genau, hier, das hatte ich vorhin noch mitgelesen. Dieser Planet wurde erst kürzlich von menschlichen Raumsonden entdeckt. Und das leuchtet natürlich auch ein, wenn alles abstürzt, was da irgendwie draufkommt. So, wir haben noch ein System hier, das Mill-System, das wir noch nicht untersucht haben. Da müssen wir natürlich auch noch hin. Denn da scheint es noch ein bisschen Treibstoff zumindest zu geben. Ist ja besser als nichts. Oder irgendwas anderes derartiges. Nehme ich mal so an. So, ich fliege mal gleich hier lang, weil ich denke, es wird bloß Treibstoff sein. Ich habe etwas gefunden. Oder auch nicht. Oder ist das jetzt bloß so ein potenzieller Planet, auf dem der Torianer, sage ich schon, der Leviathan auch hätte sein können? Nein! Husk-Neuralkarte, okay. Haben wir doch noch einen Kriegsaktivposten dazu bekommen? Cool. Und damit haben wir jetzt auch hier in Sigurds Wiege 100% erreicht. Wunderbar. Gut, mein Treibstoff geht zur Neige. Ich bräuchte wirklich mal wieder ein Depot, um mal ein bisschen nachzutanken. Das könnte helfen. So, ich glaube, wir dürften jetzt eigentlich keine Cluster mehr haben, in denen wir noch irgendwas sammeln müssen. Ne? Ich glaube, die sind alle bei 100%. Ja, soviel zum Thema alle bei 100%. Gehen wir mal kurz im Würgeschlund vorbei. Was haben wir denn hier noch offen? Ah, wir haben ja kein Depot, ne? Mist. Das ist nicht so gut, denn ich habe nicht mehr so viel. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ach, vor allen Dingen sind das zwei Systeme. Das ist natürlich Mist. Okay, dann bringt es jetzt nichts hier, das noch zu versuchen. Die Treibstoffreserven reichen einfach nicht. Aber muss ich mir merken, der Würgeschlund ist nur mit 50% dabei. Ich glaube ansonsten, die, wo gar nichts dran steht, da gibt es auch nichts zu sammeln. So, die sind alle schon abgearbeitet, ne? Es kann ja manchmal sein, dass einfach noch ein paar Systeme... Oh, hier, Milan ist auch noch. Dass manchmal in einem Cluster, das man schon abgearbeitet hat, noch ein paar Systeme auf einmal dazukommen. Netterweise. Das haben die ja durchaus drauf. So, hier auf der Citadel oder bei der Citadel dachte ich eigentlich, dass es ein Treibstoffdepot gibt. Aber das gibt es nicht. Na toll. Lass mal im Milan-Nest vorbeischauen. Vielleicht gibt's da eins. Ich frage mich echt, wo die Massenportale eigentlich die ganze Energie hernehmen, um einen so durch die Gegend zu schnipsen. Nö, nix. Das ist doch Mist. Da muss doch mal irgendwo ein Treibstoffdepot sein, Mensch. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll am besten dafür. Hier vielleicht, im Pferdekopfnebel. Ich würde denken, das war früher besser. Da gab es, glaube ich, in jedem System mit einem Massenportal auch ein Treibstoffdepot. Naja, was soll's. Mal kurz nachgetankt. Ich sehe gerade, wir haben Massen von Geld. Wir könnten eigentlich mal wieder schauen, ob es irgendwas zu shoppen gibt, was wir uns holen können. Mittlerweile haben wir ja sogar genug Geld, um uns mal die Spectre-Ausrüstung anzuschauen. Aber ich glaube, da war sowieso kein Sturmgewehr dabei, ne, bei der Spectre-Ausrüstung. Na gut, wo haben wir denn jetzt noch was Neues? Hier drüben ist noch ein System dazugekommen. Indris also. Okay. Da ist nix. Ah, oh, natürlich, jetzt ist wieder hier mit Reaper-Aktivität. Caver-Station? Was ist das denn? Hier war eins von einer großen militärischen Raumstation im Kreis, wurde auf der Schiffe bewaffnet und betankt wurden. Aha. Naja, wer weiß. Hier gibt's auf jeden Fall nichts. Signal bestätigt. Ah, besser.
So, die Reaper-Aktivität scheint ja nur sehr langsam zu steigen. Das ist eigentlich ganz schön. Da haben wir hier ein bisschen Zeit, uns umzusehen. Na, wo haben wir es denn? Wo hast du es denn versteckt? Hier drüben. Gouverneur Grotan Patznes. Okay? Interessanter Name. Gut, wieder ein Kriegsaktivposten für uns. Jetzt sind sie da, die Freunde. Oh, hallo. Na, aber nicht doch. Ausweichen erfolgreich. Ach, zumindest finden könnten wir es schon noch. Das wäre ganz gut, glaube ich. Okay, das können wir sogar noch einsacken. Das liegt schön zentral. 300 Einheiten sind nicht schlecht. So, und dann verziehen wir uns von hier. Reaper umgangen. Gut, war das schon alles jetzt? Ja, ne? Das Milan-Nest ist damit abgeschlossen. Wunderbar. Weiß nicht, wann das jetzt noch mit dazugekommen ist im Milan-Nest, aber okay. Dann schauen wir auch noch kurz mit dem Würgeschlund vorbei oben, um die restlichen 50% dort im Cluster mitzumachen. Hier war ja jetzt alles, ne? Nur noch mal kurz sicherheitshalber schauen. So. Okay. Wo müssen wir denn hin? Ach ja, hier, nach Tal. Echt, Tal? Ist ja lustig. Ein Ausflug zum Erebor. Gut, was haben wir denn hier? Ein Riesensystem auf jeden Fall haben wir. Hier ist nichts. Wenigstens kommt ja niemand, das ist auch schon mal ganz schön. Ich habe etwas gefunden. Treibstoff? Bestimmt. Natürlich. Was sonst? So, ich würde bloß gerne mal einen Planeten finden, auf dem wir auch was haben. Ah, hier. Watcher Arbeitstrupp, na sowas. Steht einfach mal auf einem Asteroiden rum, der Arbeitstrupp. Na klar, warum nicht? Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man. So, damit auf nach Kysil. Und auch hier wird es wahrscheinlich nochmal Treibstoff und irgendeine Kriegsaktivposten geben. Gleich beide erwischt. Sehr schön. So, schnappen wir uns erstmal den Treibstoff. Und wir können es sogar vermeiden, dass die Reaper vorbeischauen. Ist das nicht super? So. Mal wieder die fröhliche Suchaktion mit dem unglaublich lahmen Scanner. Teufel der Leere Kampfgeschwader. Das klingt ja reißerisch. Gut, damit haben wir jetzt auch den Würgeschlund abgearbeitet und sollten jetzt so ziemlich alle Cluster, soweit ich das sehe, haben. Das heißt, wir können uns jetzt Weltraumerkundungen sparen, beziehungsweise es kann natürlich sein, dass noch im fortlaufenden Spielfortschritt dann noch irgendwas dazukommt. Aber ansonsten haben wir es soweit. So, jetzt leuchten ja drei Sachen. Ich weiß halt nicht, was in dem Minusödland ist. Warum das immer noch mit leuchtet? Keine Ahnung. Na gut, machen wir uns auf zur Citadel. Und jetzt lasse ich mich auch mal überraschen. Denn jetzt schauen wir uns das Citadel DLC an. Ich bin echt gespannt, wie das so aussehen wird, wie das sein wird. Gucken wir mal. Auf zum persönlichen Apartment von Anderson. Hat mir eine Nachricht wegen des Apartments geschickt. Sie sollen es haben. Befreien Sie mich davon. Ist das Ihr Ernst? Sie brauchen etwas Eigenes, wo Sie auftanken können, den Kopf freikriegen. Kaylee wollte sich dort niederlassen. Aber je länger ich auf der Erde bin, desto weniger will ich weg. Und ich will möglichst wenig altlasten. Wie gesagt, Sie täten mir damit einen Gefallen. Das ist sehr großzügig. Es ist praktisch. Wir brauchen Sie in Topform. Ausgeruht, konzentriert. Wie Sie meinen.
Danke. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Es gehört jetzt Ihnen. Das krieg ich sicher hin. Okay. Gut. Das wollte ich schon lange tun. Wir reden in Kürze wieder. Seien Sie vorsichtig da draußen, Anderson. Sie auch, Shepard. Okay, unser eigenes Apartment. Schauen wir uns die Hütte mal an. Ist ja nicht gerade klein, ne? Notizen für Anderson-Biografie, Beziehungen. Sie haben mich nie danach gefragt, aber meine Frau hat gerade angerufen. Meine Ex-Frau. Niemand spricht gern über die Belastung, die monatelange Trennungen für Beziehungen im militärischen Umfeld darstellen. Sie gehörte nicht zum Militär. Sie konnte damit nicht umgehen. Dabei geht es nicht mal um Militär oder Nicht-Militär, verdammt. Es geht um die Raumfahrt. Die Raumfahrt. Die Entdeckung der Massenportale. Wunder der Technik. Die menschliche Fantasie wurde beflügelt und konnte endlich unseren Wünschen gerecht werden. Aber wir bezahlen einen Preis für die Neugier, diesen Trieb. Unsere Beziehungen leiden darunter. Menschen, die wir lieben, leiden darunter. Aber so ist die Realität. Und es ist den Preis wert. Zumindest muss ich zu der Zeit dieser Ansicht gewesen sein. Wahrscheinlich bin ich es immer noch. Am Ende kann man nur hoffen, dass man die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Klavier hier eine gute Akustik hat, ehrlich gesagt. Sehen die so aus in der Zukunft, ja? Na gut, wenn ihr meint. Was haben wir denn hier? Notizen für Anderson-Biografie, Normandy. Die Normandy? Ein brandneues Schiff. Mein Schiff. So einen Moment vergisst man nicht. Wenn man das erste Mal dasteht und die gesamte Crew einen ansieht und einen Befehl erwartet? Unvergesslich. Ich hatte davor schon Männer und Frauen kommandiert. Ich hatte jede Menge Kampferfahrung. Und es war mir immer gelungen, in einem Stück nach Hause zurückzukommen. Wenn man das ein paar Mal schafft, bekommt man irgendwann das Gefühl, besser zu sein als die anderen. Vielleicht stimmt das sogar. Ich weiß es nicht. Aber wenn man Glück hat, großes Glück, dann steht man irgendwann auf einem guten Schiff vor einer guten Crew. Eine Crew, der man sein Leben... Na, das soll weiterreden. Verdammt. Ach Mensch, das hört auf, wenn man zu weit weggeht. Die Normandy? Nein. Ein brandneues Schiff. Ist das nervig. Mein Schiff. So einen Moment vergisst man nicht. Wenn man das erste Mal dasteht und die gesamte Crew einen ansieht und einen Befehl erwartet. Unvergesslich. Ich mach mal wieder aus hier. Ich hatte davor schon Männer und Frauen kommandiert. Ich hatte jede Menge Kampferfahrung. Und es war mir immer gelungen, in einem Stück nach Hause zurückzukommen. Wenn man das ein paar Mal schafft, bekommt man irgendwann das Gefühl, besser zu sein als die anderen. Vielleicht stimmt das sogar. Ich weiß es nicht. Aber wenn man Glück hat, großes Glück, dann steht man irgendwann auf einem guten Schiff vor einer guten Crew. Eine Crew, der man sein Leben anvertrauen kann. Fähig, diszipliniert, tapfer. Und alle wollen voller Erwartung die Segel setzen und in den endlosen schwarzen Ozean auslaufen. Ich weiß noch, wie mein erster Offizier mich nach meinen Befehlen gefragt hat. Shepard, habe ich gesagt, wir wollen doch mal sehen, was uns dort erwartet. Lang ist's her, dass wir der erste Offizier von Anderson waren. Ich weiß nicht, warum hier Holz rumliegt. Ich glaube kaum, dass dieser Kamin mit Holz betrieben wird. Na gut, was haben wir denn noch? Das ist natürlich doof, dass man wirklich in der Nähe bleiben muss und das sonst abhackt. Das ist echt doof gemacht, finde ich. Weil sonst wenigstens noch eine Erkundung möglich wäre nebenbei, während das läuft. Aber was soll's. Notizen für Anderson Biografie N7. Peinliche Momente? Davon gibt's mehr, als jemals irgendwer erfahren wird. Nur dadurch lernt man. Aber wenn ich einen für die Öffentlichkeit auswählen müsste... Ich war gerade in die N7 befördert worden. Voller Selbstbewusstsein, der König der Welt. Ich habe dann irgendwelchen unerwünschten Personen in einer schmierigen Bar in den Bezirken Drinks spendiert. Und sie haben auf meine Beförderung angestoßen. Naja, die hätten auch bataillanische Sklavenhändler hochleben lassen, wenn sie dafür was zu trinken gekriegt hätten. Als mir dann das Geld ausging, stellten sich meine neuen Freunde gegen mich. Sie waren in der Überzahl. Es sah nicht gut aus. Mein Plan, da rauszukommen, hatte viel mit Faustschlägen zu tun. Und das klappte auch eine Weile. Dann traf mich ein Tisch. Oder vielleicht bin ich auch umgekippt. Als ich wieder zu mir kam, sah ich, wie ein Salarianer den Rest der Unruhestifter ausschaltete. Ein Salarianer?
Er hat sich bewegt wie eine verdammte Katze, ich schwör's. Als alle bewusstlos waren oder davonrannten, kam er zu mir und stellte mich auf die Füße. N7, fragte er. Ja, Sir, antwortete ich. Er ließ den Blick über die von mir erledigten Männer schweifen und nickte. Nicht schlecht, Mensch, meinte er und verließ den Laden. Ich hatte meinen ersten Spectre getroffen. Das war für mich eine wichtige Lektion. Ganz egal, für wie gut du dich hältst, es gibt immer einen, der schneller und viel klüger ist als du. Und erwartet schon hinter der nächsten Ecke. Diese kleine Lehre hat mir seitdem schon mehr als einmal das Leben gerettet. Richtig, es gibt immer einen, der stärker ist als du. Immer einen, der besser ist als du. Das ist immer so. Was schon allein daran liegt, dass man nicht in allen Teilaspekten von irgendwas, was man auch immer kategorisieren will, als eine Einheit der Beste sein kann. So, Notizen für Anderson Biografie Shepard. Mal sehen, was er über uns zu sagen hat. Natürlich kann ich über Commander Shepard sprechen. Das ist ein großes Thema. Es wurde viel über den Commander geschrieben. Ja, süß. Aber das meiste davon stimmt nicht. Viele neigen zu vor. Okay, hier ist man auch schon zu weit weg. Es ist doch bescheuert. Sorry, aber das muss ich mal echt sagen. Ach Mann. Natürlich kann ich über Commander Shepard sprechen. Das ist ein großes Thema. Es wurde viel über den Commander geschrieben, aber das meiste davon stimmt nicht. Viele neigen zu vorschnellen Urteilen, ohne die vollständige Geschichte zu kennen. Und die kenne nicht mal ich. Aber ich kenne den Mann. Hab mit ihm gearbeitet, mit ihm gekämpft. Ich würde ihm jederzeit mein Leben anvertrauen. Shepard hat seine rauen Seiten, aber wer von uns hat die nicht? Er musste viele Schlachten ganz allein schlagen. Nur Gott weiß, wie er aus manchen lebend wieder rausgekommen ist. Das ist schon Wahnsinn. Aber er hat sich kein einziges Mal beschwert. Und nie kam der Satz, nein, Sir, das ist unmöglich. Er hat nie gezögert. Die wenigsten wissen, was Shepard durchgemacht hat. Ich denke, ich habe einen relativ großen Einblick. Und ich mache mir manchmal Sorgen, dass er vergisst, dass es viele Leute gibt, die nicht schlafen können, weil sie fürchten, er könnte nicht zurückkommen. Vielleicht muss das gar nicht gesagt werden. Vielleicht sind wir zu dumm, um es zu sagen. Soldaten wie den Commander gibt es nur selten. Männer wie Shepard sind noch viel seltener. Tja. Diese Lobhudelei immer. Ha, Wahnsinn. Okay, wir schauen uns erstmal weiter hier unten im Erdgeschoss an. Das ist schon eine Riesenhütte, ne? Das ist schon ein ganz schöner Bonzenpalast. Ach, noch mehr davon. Notizen für Anderson Biografie. Neue Fragen. Okay. Ich habe Ihre neuen Fragen hier. Gar kein Fernseher hier. Haben Sie als Anführer jemals das Gefühl, dass der Zweck die Mittel heiligt? Der Sinn eines Gesetzes wichtiger ist als sein Wortlaut? Ich würde das Thema nicht mal mit einer Kneifzange anfassen, aber ich denke, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie spielen darauf an, wie ich es arrangiert habe, dass die Normandy vor der Schlacht um die Citadel an Commander Shepard überstellt wurde. Ich bin nicht sicher, inwieweit eine Nachbetrachtung für das Militär von Nutzen ist. Offensichtlich hat das hervorragend funktioniert. Ohne völlige Handlungsfreiheit für die Normandy und Commander Shepard, damit sie tun konnten, was sie tun mussten, hätte Saren die Citadel wahrscheinlich eingenommen. Es dürfte keine Erklärung bedürfen, dass wir in diesem Fall heute eine völlig andere Galaxie hätten. Ich habe getan, was ich tun musste. Hätte ich falsch gelegen, hätte ich die Konsequenzen ohne Murren hingenommen. Der eigentliche Trick besteht darin, niemals falsch zu liegen. Wenn Sie in diesen Anmerkungen mehr Handfestes und weniger Philosophie wollen, lassen Sie es mich wissen. Finde ich gut. Okay, ah, das ist ja schön hier, direkt mit Klimmzugstange. Ein bisschen niedrig. Bisschen niedrig. Ach ne, ich glaube, es soll... Ne, was ist denn das? Ich glaube, es ist bloß eine Gardinenstange, an die man eine Garderobe... an die man hier einen Vorhang hängen kann. Für eine Klimmzugstange hängt es doch ein bisschen niedrig. Was ist das für ein Gebimmel hier? Ist das meine neue Nachrichtenanzeige, oder... Ich weiß es nicht. Gut, schauen wir uns mal hier hinten noch ein bisschen um. Noch mehr. Kontakt. Nein, nein, schon gut. Ein paar Minuten habe ich. Erst Kontakt krieg. Ja, ich war dabei. Mein erster echter Kampfeinsatz. Der erste für viele von uns. Ich erinnere mich noch an eine Nacht in der Anfangsphase des Krieges. Ich saß angeschnallt auf meinem Platz, als unser Transporter sich der LZ näherte. Alle haben geschwiegen. Man hörte nur unser Atmen. Gute Männer. Wir waren alle zusammen ausgebildet worden. Ständig rissen wir Witze und alberten herum.
aber diesmal nicht. Da waren nur das Rumpeln des Shuttles und dieses schwere Atmen. Wir alle dachten dasselbe. Wir bekämpfen jetzt außerirdische Invasoren. Aliens. Man stelle sich das vor. Wir waren alle mit der Frage aufgewachsen, was da draußen wohl sein mochte. Oder ob wir allein im Universum waren. Und jetzt wussten wir es. Wir waren nicht allein. Und das brachte uns Probleme. Wir standen also kurz davor, einem Feind zu begegnen, der so anders und unbekannt war, dass wir es uns nicht mal vorstellen konnten. Ich wusste, dass ich etwas sagen musste, um die Männer zu beruhigen. Also drehte ich mich zu dem Soldaten neben mir um, ich glaube, er hieß Hendricks, und fragte ihn, wie es seiner Mutter ging. Gut, antwortete er. Warum? Weil ich gehört habe, dass ihre Frau Mama so hässlich sein soll, dass die Marines sie für einen Turianer gehalten haben und beinahe erschossen hätten. Einige haben daraufhin gegrinst. Und dann wandte sich Hendricks mir zu und sagte, verdammt, Anderson, und ich habe gehört, dass ein Bild von ihrer Frau Mama diesen verdammten Krieg überhaupt erst ausgelöst hat. Es hat die Turianer zu Tode erschreckt. Darüber haben wir dann alle sehr gelacht. Und die Jungs haben in dieser Nacht großartig gekämpft. Manchmal braucht es eben nicht viel. Nur einen Witz, einen Schulterklopf. Einen kleinen Hinweis darauf, dass schon alles wieder in Ordnung kommt. Tja, und dieses Schulterklopfen, das vermittelt Shepard öfter als er denkt, unterbewusst, glaube ich.